Und zusammen mit Warberger Biobahn und vielen Freunden haben wir es geschafft, doch durch das Verteilen hier einfach es gibt, spontan so viele zusammenzukriegen. Das finde ich toll. Also gerade viele Menschen und die Presse ist auch da und das ist ja praktisch, ja, das, die Presse ist ja auch da und das ist im Prinzip, dass wir hier uns alle verstehen und einig sind, was wir wollen, ist klar. Und ich hoffe, dass die Presse das dann zu den Lesern rausträgt. Eigentlich war gedacht, dass wir den Brief heute Abend und unsere Argumente hier an der CSU abgeben und diskutieren dürfen. Aber Schalk hat vorgezogen, nicht zu kommen. Und was ich also ein bisschen schwach finde, er hat also sich auch geweigert, jemand anders zu benennen, der mit uns heute Abend diskutieren könnte. CSU geht auf Tauchstation und das war schon vor die Jamaika-Verhandlungen geplatzt sind. Was auch zu sagen ist, dass heute Abend oder die letzten oder die drei Tage jetzt, 21., 22., 23., an 100 CSU, CDU Büros die gleiche oder ähnliche Veranstaltung stattfindet und das ist eigentlich ja auch ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, dass wir also jetzt einfach mal klar machen, dass unser Landwirtschaftsminister nicht die Stimme sich enthalten darf. Mal dein Licht aus, dann zwischen wir die Brille. Ja, okay. Gut. Ja, es geht. Ich habe es getestet. Ist es okay, wenn ich jetzt den Brief einfach verlese, den wir dann später symbolisch einwerfen? Da kommt noch mehr im Auto. Ja, genau. Typisch. BMW. Vielleicht einfach noch kurz zu meiner Person. Also ich gehöre keiner Partei an. Ja? Also ich habe das einfach nur als umweltbewegter Mensch gemacht. Die Beweise gegen Glyphosat sind so erdrückend. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, es ist so entsetzlich, dass ich mir gedacht habe, also ich muss einfach aufhören zu jammern, sondern ich muss einfach mit dem Netzwerk hier was zusammen machen. Und genau, das ist meine Motivation. Also parteiunabhängig. Bravo! Öffentlicher Brief an die CSU in Ansbach und warum wir hier sind. Wahrscheinlich stimmen die EU-Staaten schon am 24.11. erneut über die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat ab. Wir sind umweltbewegte Bürger aus Ansbach und dem Landkreis, welche die ernsten Gefahren, die von Glyphosat ausgehen, erkennen. In einer gemeinschaftlichen und deutschlandweiten Aktion, organisiert von campact.de, sollen sich Menschen, die gegen den Einsatz von Glyphosat sind, mit ihren lokalen CSU-CDU-Politikern treffen und die Risiken diskutieren. Auf unsere Nachfrage beim CSU-Ortsverband Ansbach haben wir keinen Gesprächstermin in der Zeit der Campact-Aktion bekommen, der vor der geplanten EU-Abstimmung liegt. Unsere Bitte an den CSU-Kreisvorsitzenden Schalk wurde abgelehnt und ein anderer Gesprächspartner wurde uns nicht vorgeschlagen. Deshalb werden wir unsere Wünsche und Argumente öffentlich vortragen und sie in Brief- und Mailform der CSU Ansbach zukommen lassen. Ich habe das Ihnen heute Nachmittag schon geschickt. Wir wünschen uns von der CSU in Ansbach, sich für den Schutz der Menschen und der Natur einzusetzen und sich gegen Glyphosat und den reinen Wirtschaftsinteressen und gegen die reinen Wirtschaftsinteressen auszurichten. Der EU-Innenumweltausschuss und das EU-Parlament hat sich klar entschieden, dass die Glyphosat-Zulassung innerhalb von 3 bis 5 Jahren auslaufen soll. Das Parlament hat aber nur beratende Funktion.
Die Entscheidung trifft der ständige EU-Ausschuss und in diesem sitzt der Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU. Dieser hat sich bei den Abstimmungen gegen eine weitere Zulassung schon mehrfach der Stimme enthalten und somit ein Nein für Glyphosat innerhalb der EU verhindert. Das Landwirtschaftsministerium ist für und das von der SPD geführte Umweltministerium gegen eine weitere Glyphosat-Zulassung. Natürlich sind die Grünen und die ÖDP auch dagegen. Das habe ich jetzt in dem Brief nicht genannt, weil es geht eigentlich gerade wirklich um die beiden. Wir brauchen ein klares Votum für ein klar definiertes Ende der Zulassung von Glyphosat in der EU. Selbst wenn es statt einer 10-jährigen nur eine 5-jährige Zulassung ohne den beschlossenen Ausstieg gibt, wird in 5 Jahren wieder über eine erneute Zulassung abgestimmt werden. Monsanto, welches dann wahrscheinlich schon zum Bayer-Konzern gehört, wird nichts unversucht lassen, weiterhin das wahrscheinlich krebserzeugende Ackergift europaweit und weltweit verkaufen zu können. Der CSU-Politiker Christian Schmidt möge doch bitte nach dem Vorsorgeprinzip im Sinne der Erhaltung der Schöpfung seinem christlichen Gewissen der Empfehlung der EU-Umweltausschusses und der des EU-Parlamentes folgen und für ein Auslaufen der Glyphosat-Zulassung stimmen. Die Argumente. Glyphosat ist das weltweit und auch in Deutschland meist angewandte Umweltvernichtungsmittel. Ist auf 40% aller deutschen Äcker eingesetzt. Also seit März 2015 führt die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation das Spritzmittel Glyphosat in der zweithöchsten Gefahrengruppe 2a als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. Monsanto verharmlost das Krebsrisiko, welches das Glyphosat von Glyphosat ausgeht und hat die Gefährlichkeit schlicht nicht untersucht. Also in USA sind Klagen gegen Monsanto und es sind Unterlagen beschlagnahmt worden. Und auf diesen Unterlagen zitiere ich jetzt. Man kann nicht sagen, dass Roundup nicht krebserregend ist, schreibt die Monsanto-Toxikologin Donna Farmer in einer E-Mail, die den US-Gerichten vorliegt. Wir haben nicht die nötigen Tests durchgeführt, um diese Aussage zu machen. Also die riskieren das einfach. Deshalb fordern schon 2000 US-Farmer Schadensersatz von Monsanto wegen ihrer Krebserkrankungen. Ich habe da überall Links dazugelegt, also zu jedem dieser Argumente habe ich also auch auf den entsprechenden Link oder Artikel oder auch die entsprechende Untersuchung oder sowas hingewiesen. Warum, fragen wir uns, lassen die deutschen Behörden eine kritische Distanz zu den Pestizidherstellern vermissen? Warum, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, in seiner Bewertung von wissenschaftlichen Studien über die krebserzeugende, fruchtbarkeitsschädigende und DNA-schädigende Wirkung von Glyphosat aus dem Zulassungsantrag von Monsanto ab? Keine Antwort. Oder vielleicht doch. Glyphosat wird in einer Studie der Deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vom Mai 2016 einer möglichen organschädigenden Wirkung zugeschrieben. Gibt es eine Studie Biomonitoring von beruflichen und außerberuflichen Pestizidbelastungen? In Regionen Lateinamerikas, in denen großflächig glyphosatresistente Pflanzen angebaut werden und Glyphosat im hohen Ausmaß als Herbizid eingesetzt wird, gibt es eine erhöhte Rate von Fehlgeburten, Fehlbildungen an Neugeborenen und Krebserkrankungen. Glyphosat kann zur Schädigung menschlicher Zellen und Störung der Embryonalentwicklung bei Wirbeltieren führen. Es gibt Hinweise darauf, dass es in die Hormonbildung eingreift und krebserregend ist. Dafür gibt es auch eine Studie. Und zwar sind all diese Studien sind wirklich von unabhängigen Instituten, die keine Gewinnabsichten haben. Das ist doch eigentlich das, was so überzeugend sein muss. Ne? Also das hat mich so bewegt, dass also Menschen wie ihr hier stehen und wir hier stehen, aber auch Wissenschaftler, die eben nicht damit Geld verdienen, einfach zu einem anderen Ergebnis kommen als Monsanto. Glyphosat, sowohl seine Neben- und Abbauprodukte, können über verschiedene Wege auf Pflanzen, Tiere und Menschen übertragen werden.
Zum Beispiel direkte Applikation, Aufnahme über den Boden, über Nahrung, über die Haut und wirkt bei direktem Kontakt über die Haut und Atemwege toxisch. Glyphosat zusammen mit gentechnisch veränderten Pflanzen ist weder sozial, ökologisch oder wirtschaftlich nachhaltig, noch verantwortungsbewusst. So ist das Ergebnis einer Zusammenfassung von wissenschaftlichen Belegen in einem Bericht verfasst von einem Bündnis unabhängiger Wissenschaftler. Sehr empfehlenswert und auch auf Deutsch. Ohne Gentechnik auf der Homepage, aber ich habe hier auch den Link. Nicht nur unabhängige Wissenschaftler und Umweltverbände warnen vor der weiteren Anwendung von Glyphosat, sondern auch verschiedene Landesärztekammern wegen des Zweifels. An der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Substanz. Also auch die Ärzte haben geforscht und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen wie Monsanto. Glyphosat lässt sich im Urin von 70% der deutschen Bevölkerung nachweisen. Glyphosat überwindet laut einer dänischen Untersuchung die natürliche Plazentaschranke beim Menschen und 15% des Glyphosats im mütterlichen Blutkreislauf wandert in den Blutkreislauf des hochempfindlichen Embryos. Das ist eine Studie aus Dänemark. Glyphosat kann ungeborenes Leben schädigen, findet eine Studie. Findet eine Studie aus Paraguay, durchgeführt an Frauen, die in einem Radius von einem Kilometer zu pestizidbesprühten Sojafeldern lebt. Glyphosat findet sich inzwischen in vielen deutschen Lebensmitteln, zum Beispiel in Milch, im Mehl oder auch, was besonders beunruhigend ist, im bayerischen Bier, mit teilweise 50 mal höheren Werten als im Trinkwasser zulässig. Und zwar war das die Untersuchung von diesem Jahr. Letztes Jahr hat das Umweltinstitut in München hat die Untersuchung auch gemacht. Da waren es 300 mal höhere Belastungen als im Trinkwasser. Also die solche Produkte nachfragen, werden vorsichtiger. Man hat ja auch gelesen, eine Molkerei gibt es inzwischen auch, die also ihren Genossenschaftsmitgliedern schlicht und einfach verbietet, Glyphosat anzuwenden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Weg, dass wir einfach auch solche Sachen definitiv nicht mehr nachfragen. Ne? Also gibt es Bier mit Glyphosat, sollen Sie selber trinken. Ne? Der Link dabei, dass man sehen kann, welches Bier in Ordnung ist. Glyphosat, die Bierbiere sind sowieso in Ordnung. Also ich hatte mir eigentlich gedacht, einen Kasten zu kaufen von dem Glyphosat-Bier, aber da habe ich mir gedacht, wer soll hier denn das trinken? Das hätten wir doch politisch denken können. Sollen wir Zeug selber trinken, genau. Das ist auch interessant. Glyphosat findet sich im Oberflächenwasser, in den Kläranlagen und teilweise schon im Grundwasser. Und laut Zulassungsbericht vom Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit darf Glyphosat aber gar nicht ins Wasser gelangen. Also da gibt es auch scheinbar rechtliche Möglichkeiten, die man da wirklich ausschöpfen könnte. Wir haben es drin und es dürfte nicht drin sein. Glyphosat ist ein Totalherbizid und tötet jede Pflanze ab. Dies hat negative Auswirkungen auf Flora und Fauna mit immer weniger Lebensraum für Insekten und Vögel. Die biologische Vielfalt nimmt unter dem Einfluss von Glyphosat. Und es gibt alternative Lösungen. Dass ein Verzicht auf Glyphosat möglich ist, zeigt auch die aktuelle Studie des Julius-Kühne-Instituts und natürlich alle Biobauern. Die zeigen es ja auch, dass es geht. Ne? Also Markus, Uli, ne? Wie macht ihr es? Es gibt nur andere auch, aber die sind nicht da vielleicht alle. Ja, da sind eine ganze Menge da. Ich bin gleich fertig. So. 10 Minuten. 10 Minuten habe ich noch, okay. Wir wünschen uns von unseren Politikern, dass sie nach dem Vorsorgeprinzip handeln und abstimmen. Und konkret würde das bedeuten, das Vorsorgeprinzip zielt darauf ab, trotz fehlender Gewissheit bezüglich Art, Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit von möglichen Schadensfällen vorbeugend zu handeln, um diese Schäden von vornherein zu vermeiden. Das könnte so einfach sein, finde ich zumindest.
Wem nützt eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung? Wir meinen nur den Gewinnen von Bayer und Monsanto. Wem nutzt ein Verbot von Glyphosat? Wir meinen nur uns, unseren Kindern oder der Natur. Was ist da wohl die bessere Absicht? Wir sehen Parallelen zu den Bayer-Produkten Xylatepor und Xylamon, welches Lindan und BCB enthalten hat. Beide Produkte sind in Europa verboten, werden aber weiterhin in der dritten Welt verkauft. Und das muss man sich mal vorstellen. Also die haben die Prozesse verloren. Sie mussten eingestehen, dass Lindan und BCB ein Gift ist. In Europa machen sie es nicht mehr und weltweit wird es weiterhin verkauft. Also da muss man einfach sagen, welche gewissenlosen Schweine sind da am Werk? Interessant ist auch, da gibt es ein Buch, und zwar der Staatsanwalt, der das Verfahren gegen Bayer Desowag damals geführt hat, hat nach seiner Pensionierung ein Buch geschrieben, weil er sich das einfach von der Seele schreiben musste. Von Menschen und Ratten heißt das Buch. Und es ist praktisch sein Bericht über 12 Jahre Kampf gegen, mit zusammen mit dem Frankfurter Umweltdezernat gegen Bayer. Also es ist unglaublich, wenn man das liest. DDT als Insektizid wird im Ausland noch immer verkauft und verwendet, in Deutschland verboten. Carbolineon, trotz erwiesener Giftigkeit seit den 90er Jahren im privaten und seit 2002 auch im gewerblichen Bereich verboten, als letztes von der Deutschen Bundesbahn angewandt. Ein Verkauf in Afrika, Südamerika und Asien findet aber immer noch statt. Asbest, das Gleiche. Atrazin als Ackergift wird aber auch noch weiter verkauft, nämlich in Europa. Lindan, BCB, habe ich schon genannt. Die oben genannten chemischen Produkte wurden nach der Feststellung ihrer Giftigkeit verboten und die Herstellung in Europa eingestellt. Bis auf wenige geringe Schadensersatzansprüche und Zahlungen an die Betroffenen passierte den Herstellern nichts. Im Gegenteil, denn die meisten dieser hier bei uns wegen ihrer Toxizität für die Lebewesen verbotenen Produkte werden in anderen Ländern, vorwiegend der dritten Welt, weiterhin verkauft. Weiterhin werden die Sanierungen der Altlasten aus öffentlichen Mitteln durchgeführt, während die Gewinne aus der Herstellung und dem Verkauf dieser Produkte in die Firmenkassen flossen. Gewinne sind privat, Sanierungskosten und Verluste öffentlich. Zur Einstimmung auf die Diskussion mit der CSU gibt es eine ganz tolle Arte-Dokumentation, chronisch vergiftet Monsanto und Glyphosat. Glyphosat gibt es auf YouTube, habe ich auch den Link dazu. So, das ist jetzt eigentlich das, was ich der CSU hier in den Briefkasten werfen will, zusammen mit dem, mit der Auswertung, mit dem Gutachten der Plagiatsvorwürfe. Und dann danke ich euch einfach schön, dass ihr zugehört habt. Ja, das machen wir doch jetzt. Super. Jetzt tun wir nochmal klingeln. Genau, gleich. Bravo. Wir haben noch einen Beitrag. Vielleicht kannst du dich ja kurz vorstellen. Okay, ja, fangen wir an. Also, Günter Brendle-Benisch von ÖDP, Greenpeace und vom Bündnis Stopp TTIP Ansbach. Wir teilen uns das alle daran. Der Fritz Haspel steht neben mir, der ist BDM, ABL und. Also, Stopp TTIP. Stopp TTIP war noch. Okay. Und? Das kommt jetzt noch gleich, ne? Also es ist schade, dass die CSU nicht da ist, die Leute von der CSU, aber das liegt vielleicht daran, dass wir einen falschen Tag gewählt haben. Denn heute ist der Buß- und Bettag und da ist uns im Vorfeld schon gesagt worden, da sind evangelische Christen an diesem Tag eben in der Kirche zum Bußgottesdienst. Eigentlich müsste ich jetzt auch da sein und ich meine das ganz ernst, denn der Buß- und Bettag ist mir ein sehr wichtiger Tag. Aber ich habe dann mal überlegt, was soll ich büßen, was soll man büßen, das heißt als Sünde bekennen. Ihr hält halt das Ding immer höher und dann kann ich das nicht sehen. Halt ihr mal das Plakat ein bisschen tiefer. Dann. Okay, gut, so, sonst kann ich es nicht sehen mehr. Da ist mir eingefallen, wir, das heißt unsere Generation und das heißt auch Jünger und auch Älter, wir haben alle große Schuld auf uns geladen und damit nämlich, dass wir mit der Erde so umgehen, wie wir mit der Erde eben umgehen. Und jetzt denke ich, hier sind wir dann am Buß- und Bettag heute goldrichtig, genau hier. Gemeinsam zu beschließen, umzukehren von diesem bösen Wege, zum Beispiel diesem irrwitzigen Gedanken, dass wir nur alles kaputt machen müssen, was anders ist, als wir es wollen, und schon wird's gut.
Das ist nämlich genau der Grundgedanke und das Geschäftsmodell von Glyphosat. Alles außer die genmanipulierten Pflanzen von Monsanto wird vernichtet. Und mit alles meine ich eben nicht nur die Pflanzen, die Tiere gehen genauso drauf, zum Beispiel Insekten, und da gehören für uns ganz besonders auch die Bienen dazu. Und es wird immer wieder auch darauf hingewiesen, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend, aber ich glaube, das ist nicht alles. Und neben mir steht eben jetzt der Fritz Haspel als Müllviehbauer. Und ich will dich fragen jetzt, was sind so deine Erfahrungen mit Glyphosat belasteten Genmais oder Gensoja, also Futter für eure Kühe und die Folgen für die Nachzucht? Tja, das mit den genveränderten Pflanzen ist uns ja eigentlich mehr oder weniger unwissentlich untergeschoben worden. Man hat zwar gehört, dass das so ab 1995, dass es das gibt, aber meine Erstellung war damals, ich will es nicht, ich brauche es nicht, ich sehe keinen Vorteil drin. Und 2004 bin ich dann dem BDM beitreten und da haben wir auch nochmal so eine Unterhaltung gehabt. Und da habe ich eigentlich erst erfahren, dass ich das ja längst schütter, obwohl ich es gar nicht weiß. Also, dass wir quasi Soja gekauft haben, dass das aber genveränderter Soja war, oder zumindest untergemischt genveränderter Soja. Was ich aber bei mir am Bauernhof gemerkt habe, bei meinen Kühen, dass so ab dem Jahr 2000 die Lebenserwartung von meinen Kühen drastisch zurückgegangen ist. Ich habe 2004, meine älteste Kuh hatte 3 Kälber, also die war 5 Jahre alt, war meine älteste Kuh. Vorher sind sie 10, 12, 13 Jahre alt waren, so im Laufe der 90er Jahre. Und so ist ab 95 ist das eigentlich retour gegangen. Habe ich eigentlich nicht die Ursache bei genveränderten Pflanzen gesucht, weil ich habe es nicht einmal gewusst, dass ich es fütter. Dann, nachdem ich das erfahren habe, habe ich also versucht, genfreien Soja zu kriegen. War mehr oder weniger schwierig, erst nachdem ich gedroht habe, keinen mehr zu kaufen, dann kann es auch genfreien geben. Und so im Jahr 2007 habe ich dann das Soja für den Gans aufgehört. Ich habe dann also auf Rapsstroh oder andere Eiweißalternativen zugegriffen. 2004, wie gesagt, meine älteste Kuh, 5 Jahre alt, 3 Kälber. 2012 habe ich dann mit der Milchviehhaltung aufgehört. Hatte meine älteste Kuh 7 Kälber. Die war also dann 9 Jahre alt. Wenn man jetzt sagt, von 2004 bis 2012, das sind 8 Jahre, ne? So als Kalbin oder Kalb fressen sie ja keinen Soja, da braucht man keinen. Also die hatte quasi nie genveränderten Soja gekriegt und ist prompt wieder älter geworden. Meine anderen Kühe sind auch älter geworden, das war halt die älteste davon. Und ich sehe da einen eindeutigen Zusammenhang, weil was anderes als dass ich genfrei gefüttert habe, habe ich nicht geändert. Die Leistung ist nahezu gleich hoch geblieben. Ich habe es dann immer weiter gesteigert, weil ich da nach den Milchproblemen keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Aber für mich ist es eindeutig, genveränderte Pflanzen als Ursache, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das genveränderte Pflanzen sind oder ob es vom Glyphosat kommt, das hängt ja zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Was jetzt die wirkliche Ursache ist, weiß ich nicht, ich habe es nicht wissenschaftlich untersucht. Es ist nur als eine Beobachtung, die ich als Bauer in meinem Stall gemacht habe. Du hast mal gesagt, der Glyphosat, der Glyphosat braucht, hat schon ganz lang ganz viel falsch gemacht. Kannst du mir das dann sagen, ist der Bauer dumm oder ist er faul oder was ist da los? Naja, ich habe ja, wenn ich jetzt bei Pflanzen habe, mein Getreide oder mein Mais, ich habe ja alle Möglichkeiten. Also Glyphosat kann ich auf die Kulturpflanze überhaupt nicht spritzen, weil die macht ja alles kaputt. Ich kann es also nur einsetzen, entweder wenn das Grüne von der Pflanze weg ist, also das Getreide, wenn es gelb wird oder wenn es abgeerntet ist. Und wenn es abgeerntet ist, wieso brauche ich da Glyphosat? Da habe ich alle Möglichkeiten. Ich kann das mechanisch bekämpfen, ich kann alles mögliche andere einsetzen ans Mittel, aber Glyphosat selber brauche ich nicht zwingen. Und wenn ich jetzt in der Ernte mein Getreide noch spritzen muss, dass das Unkraut weg ist, dann muss ich im Frühjahr beim Anbau, beim Pflanzenschutz was falsch gemacht haben. Weil sonst darf eigentlich gar kein Unkraut mehr drin sein. Ja, und dann, du hast auch gesagt, moderne Landwirtschaft ist Bodenbearbeitung als pfluglose Bearbeitung. Minimale Bearbeitung mit maximaler PS-Zahl. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, das ist so, die Unkräuter mechanisch zu bekämpfen, das macht man nach der Ernte. Man arbeitet den Boden also ganz flach, um die Samen, die vorhanden sind, zum Keimen zu bringen.
Und das Komische ist, es schimpft sich Minimalbodenbearbeitung, aber Minimalbodenbearbeitung hat eigentlich immer in der Praxis geheißen mehr BS. Wozu braucht man überhaupt einen Glyphosat? Tja, also ich habe Glyphosat auch eingesetzt, das ist natürlich relativ einfach. Man braucht nicht besonders viel Könner, man braucht kein Unkrauterkenner, das macht ja alles kaputt. Und mein letzter Einsatz von Glyphosat war 2003, das war in dem Trockenjahr, 2002 war das, als im Herbst kring. Die Herbstzeit war sehr schwierig. Der Feldaufgang mäßig, also die Saaten sind dünn aufgegangen. Und im Frühjahr, da ist es dann trocken geworden. Ende Februar haben wir jetzt Regen gekriegt. Das heißt, die Getreidebestände waren dermaßen ja, schlecht. Eigentlich hätten sie Umbrochen gehabt. Aber Umbruch im Frühjahr, wenn es dann trocken wird, ist auch schwierig. Also ich habe es stehen lassen. Das Getreide war dann so dünn, also ich habe 35 Doppelzentner pro Hektar gedroschen und natürlich war der Acker total verunkrautet. Und da ist es natürlich relativ einfach, das mit Glyphosat zu machen. Das ist auch 2003, war ich noch nicht im BDM, da war ich noch wesentlich unkritischer. Inzwischen bin ich so weit, dass ich meine Bestände im Frühjahr kontrolliere, ob ich sie überhaupt spritzen muss. Und habe jetzt in den letzten 2 Jahren mein Getreide überhaupt nicht mehr chemisch behandelt, weil das sauber genug war. Es geht also, weil man muss natürlich sehr viel kontrollieren. Es geht nicht, dass man sagt, ich behandle es nicht, weil wenn das wirklich überhand nimmt, kann ich ja immer noch eingreifen. Aber ich muss nicht vorbeugen machen. Ich kann warten und kann schauen. Und tja. Glyphosat habe ich seit 2003 nicht mehr braucht, also inzwischen 14 Jahre. Und meine Äcker kann ich vorzeigen, die sind nicht verunkrautet, dass ich da nicht mit fertig war. Ja, wenn jetzt einer verantwortlich Landwirtschaft betreiben will, was würdest du dem empfehlen? Wir müssen ja alle Jahre so einen, oder alle 3 Jahre so einen Lehrgang machen, sachkundig im Pflanzenbau. Da geht es also immer um Einsatz von Chemie. Und da war ein Kollege von mir, der hat sich da halt mit seinem Nachbarn unterhalten, hat nicht besonders interessiert, was der gesagt hat. Und dann ist er von dem Vortragenden, der übrigens von Bayer war, ermahnt worden, er sollte gefälligst aufpassen, das ist wichtig. Und wir haben dann zur Antwort gegeben, was Sie uns da erzählen, ist eher Schmarrn. Sie sollten uns erzählen, was wir machen müssen, dass man dieses Zeug nicht braucht. Bravo! Fritz, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Ja, dann werfe ich jetzt den Brief ein, zusammen mit dem Gutachten. Und mit der Liste, die ich noch ausgedruckt habe, von den Glyphosat-verseuchten 4. Die das gerade Bravo! Bravo! Nee, die wollen wir dann CSU geben für den CSU. Ja, das ist da wohnen das die asozialen Antichristen. Schau hier, du. So, die Prunk-Parteizentrale der CSU. Jetzt kriege ich noch mal. Ja, genau. Da kommt doch noch jemand. Das ist doch bestimmt irgendwann da. Ja, liegt ja hier. Also gut, da unten ist er. Also CSU, viel Spaß. Und weg. Was ist denn für ein Verseuchtes Bier?
Das können wir reinkippen. Hallo. Okay, gut. Schön. Sehr gut. Dankeschön. Was ist das? Darf ich die hier kriegen? Doch, ich glaube schon, weil da unten ist ein Kram. Was habt ihr noch vor? Ihr würdet noch gern was machen? Ja. Ist es ein langer Schluck? Wir sind hier weit. Ja, ein langer Schluck. Ja, genau. Darf ich Ihnen das geben oder wem? Na, da haben Sie schon. Also, es ist spannend. Wegen ach, da! Und auch wegen des Ratefilms. Ja, den habe ich heute. Dann will ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich nicht alleine hier stand. Wirklich. Also da, ja, ey, das ist wirklich so. Also ich hätte ja alleine hier stehen können. Und dafür möchte ich mich bedanken. Okay, bis es sein muss. Ja, tschüss und guten Nachhauseweg. Ne? Also im Namen von Stopp TTIP Ansbach und seiner Umgebung möchte ich ganz herzlich danken für diese tolle Performance, könnte man sagen, oder dieses Happening oder wie wir es sonst nennen dürfen. Wir werden diese Botschaft weiter verbreiten und wir wollen dafür sorgen, dass das nicht sozusagen hier endet, sondern unser Sprichwort heißt, gemeinsam sind wir unausstehlich. Und wir wollen gegen die Politik und die Politiker, die so einen Scheiß hier verzapfen, da wollen wir wirklich unausstehlich werden. Und die sollen sich merken, dass wir nicht aufhören werden. Dankeschön nochmal und einen großen Applaus. Okay, danke. Tschüss.